auch wenn du 20 Jahre was anderes geglaubt hast. Du kannst dich gut fühlen, wenn jemand dein Weltbild auf den Kopf stellt und du fängst an, die Realität zu sehen, wie sie ist. Und du glaubst es einfach. Mach den Fehler nicht, auch wenn ich dir irgendwas über Ernährung erzähle. Glaub's nicht blind. Hi Leute, heute in dem Video geht es darum, warum du deine Gedanken nicht beschützen brauchst und wie du wirklich in einen entspannteren Zustand kommst, egal was im Äußeren passiert. Und lass uns da mal direkt reinstarten. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass manchmal, wenn jemand irgendeine Kleinigkeit sagt, du dich schnell angegriffen fühlst und du denkst, du stirbst. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass manchmal, wenn jemand irgendwas sagt, was nicht ganz so deiner Meinung entspricht, dass du dich schnell angegriffen fühlst, dass du dich schlecht fühlst und dann deinen Glauben verteidigen möchtest oder deine Gedankenkonstrukte, die du so aufgebaut hast. So, und wenn du das kennst, dann geht es dir vielleicht genauso wie mir. So, mir ging das sehr oft in der Vergangenheit so. Und in den letzten Jahren ist mir immer mehr aufgefallen, hey, es ist einfach unnötig. Du musst deine Gedanken und deine Konstrukte, die du aufgebaut hast, musst du nicht beschützen. Du kannst die zusammenbrechen lassen. Du kannst dich gut fühlen, wenn jemand dein Weltbild auf den Kopf stellt. Und auch wenn du 20 Jahre irgendwie an irgendeine Theorie geglaubt hast oder dich 20 Jahre vegan ernährt hast und jemand anderes sagt was, was vielleicht schlüssig ist, völlig egal, dann kannst du das annehmen. Und das ist ein super wichtiger Punkt. Das klingt jetzt erstmal simpel banal, aber lass uns da mal ein bisschen tiefer eintauchen. Und zwar ist es eben so, wenn du deinen Körper hast, so dein Körper, ist es sinnvoll, wenn du den beschützt. Wenn du dich irgendwie schneidest, wenn in Finger, so, dann sagt der Körper, wo die Grenzen sind. Und es ist auch gut, dass du den Körper beschützt. Aber unsere Gedanken, unseren Kopf, den brauchen wir nicht zu beschützen. Du kannst den sterben lassen. Er stirbt nicht. Das ist eigentlich nur dein Ego, das ist diese Identifikation mit all diesen Sachen. So als Kind hatte ich mir mal vom Mountainbike so eine Federgabel geholt mit total guten oder total großen Federweg. Und ich dachte so, das ist die tollste Gabel und habe mich damit so identifiziert. So. Und dann kommt jemand und sagt, ey, ist eigentlich voll der Schrott. Und es war auch ein Schrott, weil die Gabel war eigentlich nicht so toll. Und dann habe ich gemerkt, was das in mir ausgelöst hat. Ich habe mich erstmal schlecht gefühlt, weil jemand anderes was sagt. Und das musst du nicht. So. Das kommt nur von dieser Anhaftung. Und weil du denkst, so, weil du dir ein Ego um irgendwas aufbaust, sei es um deine Familie, sei es das Auto, das du fährst oder was auch immer. Du identifizierst dich damit und wenn jemand was Schlechtes drüber sagt, ja, dann stirbt da ein gewisser Teil von deinem Ego und du findest dich schlecht. Aber wenn du das mal zulassen kannst, wenn du da in die Annahme gehst, dann kann das ein Riesenschatz sein. Dann kann das eine Riesenmöglichkeit für dich sein, was Neues zu lernen und dir macht es nichts mehr. So diese Identifikation beim Verstand ist super wichtig. Wenn die weggeht, so du bist wirklich frei dann. So du musst nicht mehr leiden. So Schmerz körperlich, ja, gibt zwei Dinge, Schmerz und Leid. So, du kannst selbst Schmerzen haben und krank sein körperlich, aber du musst deswegen nicht leiden. So, der eine läuft einen Marathon und fühlt sich trotzdem, oder fühlt sich gerade deswegen mega gut, obwohl er vielleicht sogar eine Verletzung hat und seinen Fuß dabei noch am Ende ein bisschen kaputt macht oder noch die Verletzung noch mehr vertieft. Und trotzdem hat er Glücksgefühle und fühlt sich gut, weil es nur an der inneren Einstellung liegt, wie du auf was reagierst. Und wenn du immer mehr zulässt, dich nicht mit diesen Theorien, die du mal aufgestellt hast, identifizierst, dann fällt es dir viel leichter. Also der erste Punkt ist erstmal, dass du keine Annahmen machen solltest. Wir machen oft so viel Annahmen, da kann ich dir ein Buch empfehlen, The Four Agreements, die vier Versprechen von Don Miguel Rodriguez, weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das Buch. Er geht darauf ein, mach keine Annahmen. Eines von diesen vier Versprechen ist, mach keine Annahmen. Und wenn du das wirklich machst, zum Beispiel auch bei der Ernährung, so jemand sagt, das ist gesund, dieses und jenes zu essen, dann machst du das und du glaubst es einfach. Mach den Fehler nicht, auch wenn ich dir irgendwas über Ernährung erzähle, glaub's nicht blind. Aber verneine es auch nicht. Das ist der Punkt, wenn du immer mehr dahin kommst, dass ich nichts weiß, so dieser simple Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn du das immer mehr lebst und immer mehr erfährst in der Praxis, nicht vom Kopf her, dann wirst du wirklich merken, wie frei du wirst. Und du fängst an, die Realität zu sehen, wie sie ist. Und eben keine Annahmen zu machen. Das heißt zum Beispiel Ernährung, okay, du siehst, hey, das ist eine Möglichkeit, derjenige sagt vielleicht, Obst und Gemüse ist gut, dann verneine es nicht, bejahe es auch nicht, probier es aus und dann sehe, wie dein Körper reagiert. Aber dann kannst du zur Realität, immer näher zur Realität kommen. Das Wichtige ist, dass du dich nicht mit diesen, es ist in Ordnung, Theorien zu haben. Dir sollte nur bewusst sein, dass es Theorien sind. Ich bin zum Beispiel auch, nachdem ich festgestellt habe, okay, vieles, was einem so allgemein in den Mediennachrichten erzählt wird, stimmt nicht, bin ich auch in diesen Gegenpol gefallen und habe dann geglaubt, alles, was irgendwie im alternativen Bereich erzählt wird, stimmt. Aber nein, so ist es auch nicht. Das sind auch nur Theorien. Und das sollte dir immer bewusst sein. Es sind einfach nur Theorien. Identifizier dich nicht damit. Identifizier dich nicht damit, dass du Veganer bist, dass du Minimalist, dass du was auch immer bist. Egal was. Dann wirst du wirklich frei. Weil das ist nämlich wie, so dein Verstand ist wie ein Messer. So ist super gut, wenn das super scharf ist, das Messer, dann kannst du Dinge klarer sehen und besser auseinanderlegen. So. Und verstehen. Aber das Wichtige ist die Hand, die das Messer hält. Sobald du identifiziert bist, egal wie dein Messer, wie scharf dein Messer ist, sobald du mit was identifiziert bist, dann ist die Hand, die das Messer hält, einfach nur am Zappeln. Und arbeitet nicht mehr, wie du möchtest. Und dann bringt es dir auch nichts, wenn dein Verstand scharf ist. Wenn deine Hand, die den Verstand hält, Anhaftungen hat, dann schneidest du dir in den eigenen Arm. So, dann zappelst du irgendwie mit dem Messer rum und ja, schneidest dich selber. Und das ist das Problem. Viele Leute, die sehr intelligent sind, bauen sich eine Depression auf. Also sie haben zwar ein super scharfes Messer, aber zerschneiden sich selber damit. Im übertragenen Sinne. Und das ist der springende Punkt. Wenn diese Identifikation immer mehr wegfällt, wenn du diese Theorien mal beiseite lässt, dann wirst du immer freier. Dann schneidest du dich nicht mehr selber mit dem Messer. Dann kannst du auch irgendwann bestimmen, so, was du damit machst. Und dann kannst du deinen Verstand sinnvoll einsetzen. Und wenn dann nämlich jemand was sagt, was du vielleicht vorher gedacht hast, ist unwahrscheinlich, dann kannst du das einfach annehmen. Und dann ist es nicht mehr so ein Ego-Tod. Und du denkst dann, du stirbst, wenn jemand irgendwas sagt über deinen Lieblingsfernseher, den du dir gekauft hast, über deine Couch, über was auch immer, über deine Freunde oder wen auch immer. Dann kannst du es einfach nüchtern betrachten und anschauen. Du hast dann nicht mehr diese Anhaftung. Das ist der wichtige Punkt und kannst es zulassen. Du musst deine Gedanken und diese Theorien, die du aufgestellt hast, nicht beschützen. Erstmal solltest du erkennen, dass es Theorien sind, erster Schritt. Und dann kannst du zulassen, dass die sterben. Auch wenn du 20 Jahre was anderes geglaubt hast. Es ist nicht wie beim Körper, dass du dann stirbst. Du kannst diese Glaubenssätze einfach sterben lassen. Und das ist bei mir in den letzten Jahren immer mehr passiert. Und dann kannst du eben auch, ja, immer mehr von dieser Anhaftung kommst du dann weg, kommst immer mehr in die Entspannung und du fühlst dich nicht mehr schlecht, wenn irgendjemand was sagt, was nicht in deinen Kragen passt, was nicht in eine Theorie passt. Aber dazu musst du erstmal kennen, dass es eine Theorie war. Und so kannst du eben immer klarer die Realität erkennen. So, dazu gehört ein bisschen Bewusstheit dazu, dass du das auch beobachten kannst, zulassen kannst. Dazu helfen eben Atemübungen, Körperübungen. Ja, wo du immer mehr in diese Achtsamkeit reinkommst. Und wenn du die täglich machst, dann kannst du da auch aufmerksamer deine Gedanken beobachten. Und dann ertapp dich mal wirklich. Lies zum Beispiel mal das Buch Die Vier Versprechen. Und dann mach dir das mal jeden Moment bewusst, wenn du Annahmen machst. Und dann lass es einfach zu, wenn irgendjemand mal was sagt, wo du gedacht hast, es würde nicht der Realität entsprechen.
dann kannst du wirklich offen werden und dann merkst du, wie frei du sein kannst. Da kann im Äußeren passieren, was will. Du fühlst dich nicht mehr schlecht, weil irgendein Gedankenkonstrukt von dir einbricht. Und teile gerne mal unter dem Video, ob du diese Erfahrung auch schon gemacht hast. Und wenn du da Hilfe auf dem Weg suchst, dass du dir diese Routinen aneignen kannst, dass du da immer mehr in diese Entspannung kommst und diese Anhaftung immer mehr weggeht. Ist egal, was passiert, dass du da innerlich einfach ruhiger bist. Das ist nämlich auch so ein Feedback, wo sich bei den Teilnehmern bei mir immer durchzieht. So, dann melde dich sehr gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch. Dann können wir auch schauen, wie die Schritte da für dich konkret ausschauen können. Ganz unverbindliches Gespräch. Und dann können wir gucken, ja, ob wir es gemeinsam vielleicht umsetzen und dir da helfen können, wenn du da eben allein noch nicht weiterkommst. Und ansonsten, ja, wie gesagt, lass gerne einen Kommentar da, ob du das schon kennst. Und dann bis zum nächsten Video und mach's gut. Ciao.